Herzlich willkommen zum heutigen Lehrvideo mit dem Thema die Nahles-Rente bzw. die neue Betriebsrentenreform. Was ist hier zu beachten? Was hat das überhaupt für Auswirkungen auf die bestehenden Versorgungssysteme und Durchführungswege? Eins kann man vorab sagen, im Ergebnis kommt was Neues hinzu, auf die bestehenden Durchführungswege hat es weitgehend natürlich keine Auswirkung. Was sind überhaupt Neuerungen? Es wird ein Opting-out-Modell eingeführt. Es wird eine Zielrente eingeführt, im Gegensatz zu dem, was wir bisher kennen. Zuschüsse werden geregelt, es geht um Steuervorteile und letztendlich auch eine Gewerkschaftslösung, die hier im Kern irgendwo letztendlich installiert werden soll. Das ist ja die ganze Diskussion der letzten Jahre bereits. Also Opting out, das heißt es, ganze Belegschaften werden in die BAV einbezogen und jeder nimmt zwangsweise teil und wenn einer nicht will, muss er sich herausoptieren, muss er im Prinzip absagen, muss sagen, ich nehme nicht teil. Bis jetzt war das umgekehrt, bis jetzt haben die was gesagt, die teilnehmen. Das ist ein kleiner psychologischer Unterschied, dass sich einer das vielleicht nicht traut und dass man sich mehr Verbesserungen vorstellt. Das andere ist das Thema Zielrente. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In der Vergangenheit haben ja Versicherer immer behauptet, wenn einer fleißig seine Beiträge zahlt, ist der Arbeitgeber frei von Haftung. Durch die Nahles-Rente ist jetzt ganz deutlich geworden, der Arbeitgeber ist einfach nicht frei von Haftung. Das ganze Pay and Forget, also zahlen und vergiss alles, gibt es also nicht und hat es also noch nie gegeben. Weder bei der Direktversicherung, noch bei der Pensionskasse, noch irgendwo anders. Und im Tarifvertrag soll zukünftig als Zusage die Höhe der Beiträge geregelt werden und eine unverbindliche Zielrente benannt werden. Also keine Garantien mehr, keine feste Zusage, sondern man sagt wirklich nur, der und der Betrag wird bezahlt, pay and forget. Und dann ist es so, dass bei dem Durchführungsweg der Arbeitgeber von der Haftung freigestellt wird. Also vereinbart werden kann, dass Versorgungseinrichtungen keine Garantien oder Mindestleistungen mehr aussprechen. Das war in der Vergangenheit der Fall, ist auch bei jeder Direktversicherung, Pensionsfonds und so weiter noch immer der Fall. Aber als Gegenleistung dafür müssen die Arbeitgeber 15% des umgewandelten Entgelts als Zuschuss an die jeweilige Versorgungseinrichtung zahlen. Ja, der Arbeitgeberzuschuss in der Regel sogar 20%, den haben sowieso die meisten Arbeitgeber gemacht, also 70% liegt hier die Quote. Bei Innenfinanzierungssystemen wie der Pauschalauditen Unterstützungskasse ist der Zuschuss sogar regelmäßig höher, regelmäßig sogar um die 50%. Das nächste sind die Arbeitgeberzuschüsse, eine Steuererstattung für den Arbeitgeber von 30% bei Einrichtung einer BAV für Geringverdiener soll was kriegen. Wie relevant das ist, ich sehe es relativ weniger. Und die Arbeitgeberbeiträge sollen also zwischen 240 und 480 Euro im Jahr liegen. Man bekommt also Steuergutschrift zwischen 72 und 144 Euro. Das ist im Prinzip neu und Anreiz für den Arbeitgeber. Dann die Steuervorteile. Wir haben ja bisher nur die 4% gehabt. Arbeitnehmer sollen zukünftig 7% der BBG steuerfrei umwandeln dürfen. Bei Durchführungswegen wie der pauschalaudierten Unterstützungskasse oder auch der Direktzusage war ja das schon immer unbeschränkt möglich. Also da hat es keine Begrenzungen gegeben. Und was natürlich entscheidend ist, es werden Gewerkschaftslösungen sein. Also eigene Versorgungswerke der Gewerkschaften. Es wird sowas wie ein sechster Durchführungsweg geben. Und die anderen Durchführungswege, die werden unberührt bleiben. Die Kernfrage, die sich eigentlich daraus ausstellt, wie interessant soll das Ganze sein? Ein Pay and Forget für den Arbeitgeber ist mit Sicherheit interessant, da das muss man ganz offen natürlich zugeben, aber das Entscheidende, und wenn man die Motivation sieht, warum Arbeitgeber BAV anbieten, dann ist es Mitarbeiter zu motivieren und Mitarbeiter zu halten. Und mit einem sehr bescheidenen Zuschuss von 15% und letztendlich nur eine Versicherung, eine von Gewerkschaften geführte, ich sage mal in Anführungszeichen, Versicherung dahinter. Das wird mit Sicherheit kein bisschen und kein Deut besser sein als jede Versicherungslösung. Die Aussage, pass auf Mitarbeiter, du hast keine Garantie mehr, da kommt einfach irgendwas heraus und was herauskommt, das bekommst du.
dir werden nicht mehr deine Beiträge garantiert. Und das wird auch keine Mitarbeiter motivieren. Also Mitarbeiter gegenüber wird mir hier nichts Interessantes darstellen können. Und für uns, die die pauschalotierte Unterstützungskasse machen und Leute, die Innenfinanzierungswege, unternehmerische Lösungen, wie die pauschalotierte Unterstützungskasse, wie die Direktzusage schon immer präferiert haben, die werden hier weiter auf der Gewinnerseite sein, weil es einfach wesentlich attraktiver. Wenn ich dem Mitarbeiter vom ersten Euro an was verzinse, dann kommt hier signifikant einfach mehr raus als bei jeder Versicherung und bei jeder Gewerkschaftslösung. Wenn ich dem die eingezahlten Beiträge und die Zinsen zusage und Zinsen garantiere, kommt auch natürlich wesentlich mehr heraus. Dass ich Arbeitgeber finanziert, die 15% sowieso immer dazugegeben habe und so einen geringen Betrag haben wir gar nicht in unseren mehr als 1000 Unternehmen Verwaltung, sondern regelmäßig 30%, 40%, 50%. Ja, dann bin ich hier auch immer besser. Und der Arbeitgeber, der sich zutraut, im eigenen Unternehmen durch Kontokorrentzurückführung, durch Investition am Kapitalmarkt notwendige Renditen von 1, 2%, 2,5% auch zu erwirtschaften, die werden nie ihr Geld einer Gewerkschaft anvertrauen, den Mitarbeitern nach wie vor schlechte Leistungen zukommen zu lassen und nichts für ihre Mitarbeitermotivation tun. Also es kommt irgendwas Komplexes, Sechstes dazu. Ich persönlich bin überzeugt, wer es versteht, wer es durchdenkt, wird es als Unternehmer einfach nichts machen. Und damit bedanke ich mich auch wieder für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen viel Spaß bei den weiteren Lehrvideos.